Ladies and Gentlemen, Captain Cometas meldet sich wieder zur Stelle mit einer neuen Folge Marvel Spider-Man. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen auf Kampf versucht, die Stadt zu retten. Die Hölle ist hier ausgebrochen. Die Evil Sex sind frei. Und wir wollen jetzt versuchen, in der Hauptstory weiter hier zu machen. Irgendwie die Evil Sex zu fangen, unschädlich zu machen, die Stadt irgendwie zu retten, unsere Glaubwürdigkeit für die Bürger wiederherzustellen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, wir machen einfach mal weiter hier, schwingen uns mal Richtung Hauptmission, da hinten zum großen Gebäude. Ihr seht schon, ich habe gerade schon mal ein bisschen hier angezockt. Die Stadt ist wirklich voll. Voll mit Häftlingen, voll mit, ihr seht da schon wieder ein Fragezeichen, nur rote Punkte. Man nimmt auch so schon richtig Damage bei denen. Die Sable-Typen anders nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Fahrzeuge, die können auf einen ballern, so Sprachen lernen, Bubble. Nein, die können auf einen ballern, die sind schon richtig brutal, die Viecher. Puh, deswegen, ihr seht schon gerade wieder einen Sniper auf mich hier. Also ich versuche so gut es geht den Boden zu meiden, weil Mission und gleichzeitig das, also es ist... Da sieht es schon wieder... Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Oho. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Alle Einheiten. Unbekannte schießen aus erhöhter Position auf... Was machen wir? Ene, mene, mu und raus bist du. Also gehen wir links rum. Ja, man muss los. Alles klar, geiler Überblick. Peter, hast du Zeit? Wir brauchen Hilfe bei unserem Partnercenter im oberen Stadtteil. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Digga, ihr seht schon, überall auf der Luft zielen die hin hier. Oh Mann, ey, ja, Bruder, das ist echt anders krampfhaft. Egal, wir die Evil 6 erstmal rausholen, die Bosse. Erfahrungsgemäß haben wir dann eine Chance, auch die Kleinen niederzumachen irgendwie. Auch die Hubschrauber hier, die mich schon kontrollieren. Meine Männer bringen Zivilisten im Revier an der Upper West Side unter, aber Rhino und eine Gruppe entflohener Häftlinge belagern das Gebäude. Ich bin gleich da. Am Horizont ist so ein komisches rotes Glühen. Hört sich stark nach Rhino an. Schnell, das Gebäude hält nicht mehr viel aus. Ja moin, also kämpfen wir gegen Rhino. Alle Einheiten. Let's go. Die benötigen Officer bei Ausschreitungen. Finde ich cool. Bitte nach Columbia. Jeden einzelnen böse müssen wieder machen. Yuri, Rhino ist unterwegs. Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Let's go. Friss das! Blöder Rikers. Hallo! Dann machen wir jetzt mal ihn hier. Was war das denn jetzt? Komm. Friss einfach den hier. Next. Und. Okay, er ist dead. Boom, boom. Was, der lebt noch, Mann. Danke, Spider-Man. Hält jetzt bei den anderen Barrikaden. Ich habe noch nie erlebt, dass Rhino einem Kampf ausweicht. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Nein, du kommst später, Baby. Du bist mir ein Haupt. Hier ist meine Faust. Hallo. Nein, ich bin hier ein. Ey, hallo, ich bin in der Luft, Mann. Wie kann er mich hier? Digga. Stirb.
Hier ist meine Bombe. Dankeschön. Okay, dann kriegst du erstmal den Finisher deines Lebens, Bruder. Wir müssen jetzt aber heilen. Zur anderen Barrikade. Die brauchen dich. Let's go. Warte, wir machen mal eine Drohne hier, klappt das? Jetzt brechen wir den Spinnenschädel. Dann die Barrikade. Und jetzt machen wir ein Bomben. Okay. Hallo. Digga, wer ist er denn? Bruder, Peitschi. Verpiss dich. Mann! Bombe. Alter. Okay, jetzt auf. Mein Gott, ey, komm. Friss ihn. Friss den Handy deines Lebens, Digga. Friss, und du, Digga, du auch. Voll ins Genick. So will ich das sehen, Bruder. Der nächste, komm her. Komm her. Spider-Man, da oben. Die Schwächen sind Raketen. Gebäude. Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Bam. Digga, wo ist er da? Ein Dach sauber. Komm schon. Digga, was ist denn hier los, ey? Die sind ja... Komm her, geh kaputt, Digga. Badaum! Und direkt der nächste hinterher. Bam! Friss den! Sag du nicht. Hey! Digga, wird euch denn bestimmt? An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Jetpacks? Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, ja, wir sind im gleichen auch. Team! Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Was für ein Typ. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon irgendwer? Okay, let's go, man. Ah, Bruder, let's go! Irgendjemand geht auf mich. Okay, dann holen wir uns jetzt mal den hier weg. Dann natürlich den da oben. Ui, 619 aus der Luft. Köstlich. Alter, hier kommen wir. Oh, das ist. Hallo, ich hab doch viel. Der Mann, geh doch dran. Was denn jetzt? Hey, Bruder, was ist das denn hier? Nein, die geben mir sowas. Was ist denn der Schlag? Mein Gott, ich bin doch einfach kaputt, Alter. Ich hab wenig Leben. Ich hab ein bisschen Stress hier. Okay. Ray, komm aus allen rein, Mann. Geh mal auf den Sack hier. Geh mal kaputt. Alter, in der Luft einfach die Raketensniper seines Lebens, Bruder. Ja. Nicht los, Digga. Digga, ich verlasse das Feld, ich muss erstmal wieder Leben kriegen. Ich hab grad hier, so. Ja. Ja. Er ist weg, nice. Mann, warum steht er nicht? Aber ich komme nicht wieder hier. So. Hey, Bruder! Mann! Verlass mich die Mission. Okay. Dann gehen wir jetzt hier kaputt erstmal.
Okay. Boah. Komm, dann machen wir jetzt hier. Ja, komm. Die nächste, das nächste. Nein, geht auch hoch. Alter. Ja, komm. So viel zu Sables Flughundshow. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Bruder, ey, hallo. Ich hab abgewichen, du. Ja. Du bist jetzt wechseln, komm her. Du bist jetzt als erstes dran, Digga. Du kriegst den Finisher deines Todes, Digga. Mein Gott. Scheiß Durchfahrraketentypen, ey. Mann. Komm her. Du bist auch noch was auf die Schnauze. Ja. Habt ihr den gesehen? Yuri, Revier gesichert. Mann. Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Elektro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Hä? Und wo ist jetzt Rhino? Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Streiflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Das Problem ist, ich merke richtig, dass mir noch so einige, oh Bruder, einige Levels fehlen. Also Level sprich Erfahrungspunkte. Digga. Bruder. Dass der gut mal fliegen kann, ey. Und jetzt kommen wieder die scheiß Sable-Typen wetten. Anders nervig. Das ist nicht gut. Trafus lag das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Oh, jetzt ist wieder mit mir. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafus deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Oder erstmal ausweichen. Okay. Kennt ihr den? Ja. Du meinst ganz fünf klein, ja? Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Hoffe ich. Ah. Noch vier dieser Burschen. Ah, okay, gerafft. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Und fliegen kann man damit bestimmt auch nicht so leicht. Haben die etwa extra für diese Sache geübt? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Oder da. Oder ich treffe ihn. Da ist die Dämonenrakete, okay. Zwei fertig, hallo. Noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas? Mein Gott, ey. Digga, wie können die so snipen, ne? Noch zwei. Nochmal die Snipes hier fertig machen. Ja. Ja, komm her. Komm her. Scheiß Hackfresse, Mann. Geil zum Installieren, nix da. Okay, wir haben noch einen Transformator. Also, ein blöder Gegner ist immer doppelt dabei. Und ich sag euch, irgendwann. Ja, moin, hallo. Hallo, und fest den. Und fest den. Das ist eine eigene Bombe. Und fest den. Was, ich kann die finishen? Ui, den kenne ich noch nicht. Der war cool, der war lecker. Die Fett können wir jetzt auch finishen, yes baby. Komm her. Ui. Bam. Okay, let's go. Nur noch einer. Einer? Ich dachte, das wäre vorbei. Okay, let's go. Im Flug? Ne, hier unten. Oh. Ja, das war klar. Mann. Ja, komm.
Soll ich mal den? Ey. Komm, versuch mich wieder, komm! Komm her! Sniper-Fotze. Komm her! Noch mehr von denen, Mann! Hallo! Ey! Nein! Tschüss! Fehlt mir nur noch, dass alle auf einmal kommen hier wieder. Ehrlich, du. Oh, der war cool. Naja. Hä, ist der mich da? Ist der jetzt aufgelöst oder? Egal. Kaputt, Mann, kaputt! Ball! Wo ist Elektro? Komm her! Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Diese Scheißpacken. Ich hasse diese Terroristen, Alter. Ich hasse euch. Ich hasse euch tief drin. Okay. Das war nicht anders geplant. Ja, ein paar hier schleichen. Von hier, Christi und Christi. Okay, ja, guck mal, haben wir hier ein paar Finisher. Finisher. Nein. Wo ist Berti? Hallo. Egal. Dann machen wir das jetzt mal so und so. Dann kommt dann noch ein 6-1. Dann nein. Wo ist denn der Schwertschein jetzt hier? Ja, nein. Hallo, ey. Hart auf den Sack. Ich bin ja hart auf den Sack hier, der ja, ich muss mich halten, Digga, das ist ganz wichtig. Oh Mann, geh doch kaputt, du Scheißschwert. Da ist ja noch einer. Ach, das sind zwei. Oh, ich krieg Kämpfe hier. Oder? Was ist das jetzt? Digga, dann ey. Warum lebt der? Über den Durchfall peinlich. Hat deine Mutter nicht beigedrückt? Okay, Yuri. Arsch auf zu wischen, Mann. Sind sicher. Mann! Ich bin endlich. Jetzt erstmal raus. Melde dich, wenn irgendwas ist. Oh. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Freunde, ich habe das Gefühl. Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. MJ hat Bauchschmerzen. Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo. Tempo, Pete. Freunde, ich habe das Gefühl, dass war noch gar nichts von dem Ausmaßen, von dem Bösen, was uns noch erwarten wird. Werden wir May und Mahlzeiten. Ich hoffe, wir sehen's in der nächsten Folge. Bis dann, euer Chromizeus, euer Chris. Ciao, ciao.